Yo, you feel the pressure. Moin Moin Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Mercury. Ja, es ist mal wieder Montag. Ja, ich bin by the way immer noch in derselben Aufnahmesession wie die letzten 7 Folgen jetzt eigentlich schon waren. In der Folge nehme ich jetzt auch noch in dieser Aufnahmesession auf, also vorletzte Folge, die ich jetzt aufnehme. Ja, in der letzten Folge haben wir den Emerald Seed gemacht und auch schon eine Farming Station. Ja, genau. Ja, ich hatte eigentlich gerade schon versucht, diese Folge gerade schon mal aufzunehmen. Und irgendwann bei einer Minute, also ich habe die Antwort gemacht, und irgendwann bei einer Minute ist mir aufgefallen, leuchte ich gar nicht auf, alles klar. Kann man mal machen. Ja, wir wollen jetzt weitermachen. Und zwar, dort habe ich schon rausgenommen eben gerade. Jetzt machen wir was anderes. Und zwar, wir brauchen... Ah ja, genau. Eine Kiste haben wir schon rausgeholt, jetzt wollen wir Export-Bus. Und jetzt... Haben wir irgendwie ganz gesehen, wir haben schon wieder keine Logic-Prozessoren, was ich mir gerade gar nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt. Ist der Scheiß schon wieder alle, oder wie? Ah, hier sind noch 3 drin, ich wollte doch sagen hier. Die F, wo sind die hin? Also nochmal. Export-Bus. Ja, ich soll das Ding vielleicht auch craften. Wäre von Vorteil. Ja, haben wir hier einmal den Export-Bus, dann brauche ich noch einen Storage-Bus. Können wir uns freuen? Ne, können wir nicht. Diesmal müssen wir es wohl craften. Ja, warte. Ach Quatsch, jetzt machen wir jetzt die Piste noch schnell. Dann machen wir schnell den Storage-Bus. Hey, hab ich jetzt... Hallo, habe ich das Interface gar nicht gecraftet? Also ja, tatsächlich. Gut, dann haben wir den Storage-Bus. Okay. So. Standard wie immer, wir brauchen eine Trashcan. 2 Filter. Da fällt mir auch an der Stelle gerade ein Bucket. Ja, stellen wir wieder ein wenig Papier her. Warte mal. Wenn wir gerade schon Papier verschwenden, benutzen, wir verschwenden es ja nicht. Dann stellen wir auch mal ein neues her. Oh. Fail. Oh Mann. So. Und dann so. Oh, nehmen wir nochmal, danke. So, dann machen wir so. So, dann machen wir Sawdust. Dann stellen wir Papier her. Zack, 38 Stück haben wir jetzt schon wieder. Das ist schön. Gut, und jetzt Klarwasserfilter. 1, 2. Genau. So, Seeds sind raus. Dann brauchen wir den Cyclic Assembler. Der Cyclic Assembler, da ist er. Für den Cyclic Assembler brauchen wir auch eine Schematik. Haben wir hier. So. Wurde zu Emeralds gecraftet. Und brauchen wir eigentlich bloß noch Caches. Cache, dann machen wir mal schnell die Harden Cache. Warte mal. Wir gucken mal ganz kurz bei Emeralds. Was muss ich denn da überhaupt füllen? Das sind ja diesmal bestimmt keine. Wer sind denn Caches, oder? Würde mich auf jeden Fall wundern. Ich glaube, Emerald war, dann muss man durch eine normale Cache füllen. Fülle eine normale Cache mit Emerald-Blöcken. Das ist doch mal was Feines hier. Eine normale Cache. Das ist etwas, was mir gefällt. Irgendwie. Weil das dauert nicht so eine Ewigkeit, sag ich mal. Das heißt, wir brauchen eine Harden-Cache. Dann gucken wir mal. Dann machen wir eine normale Cache mal noch. Und dann Reinforced Cache. Das Glas. Ich weiß, dass ich Glas hergestellt hatte. Es ist nur im Haus noch. Warte mal. Ich weiß, dass ich was hergestellt hatte. Genau. Wir haben noch Reinforced Glas.
Okay. Reinforced Glass. Das sieht dann so aus. Dann machen wir noch eine Reinforced Glass halt. Glass. Cache. So heißt das Ding. Und dann können wir das Ding eigentlich auch schon aufbauen. Würde ich jetzt mal so sagen. Einmal runter. Dann, ja. Na, hallo. Hallo. Ich bin gerade zu so blöd, W zu drücken. Und ich bin gerade zu so doof, was zu setzen. Setzen wir mal ganz kurz die Erde hier. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Genau. Und so. Die Fackeln müssen da jetzt mal eben weg. So. Blöcke brauchen hat er ja auch mittlerweile eine ganze Weile. Und das ruckelt tatsächlich hier, also. Aber ich muss dazu sagen, mehr gibt mein PC tatsächlich nicht her. Das ist, ich gebe mich auch offen wenn ich zu. Aber der muss hier auch einiges leisten. Das ist nämlich schon eigentlich wirklich nicht ganz ohne das Modpack. Vor allem, wenn man hier so viele Maschinen hat. Ich brauche mal eben ganz kurz Eimer, dass ich Wasser hin platzieren kann da. Das machen wir mal schnell. So. Bucket. Eins, zwei. Mehr brauche ich davon nicht. Und dann, ja. Machen wir mal ganz kurz so. Passt das hier? Ich klaue mir mal ganz kurz Wasser. Dann passt das schon. Ja. Zack. Und zack. So. Und so. Und so. Und so. Und so. So. Und so. Zack. 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 Zack, zack und zack. Und zack, Alter, das Wasser hängt hier ganz schön. Nicht, dass das jetzt langsam auch in die Server ran hier, was vielleicht auch mal mit der Server mit zu tun hat. Der Server vielleicht auch an seine Grenzen langsam kommt. Das kann auch sein. Ausschließen wir nicht. Wieso sind da Asparagus da drinne? Mal ehrlich, Alter. Kommt die denn da jetzt rein? Hier, weg mit euch. Die Kate. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut. Na, ist egal. Kann man so lassen. Gut, wir setzen jetzt hier mal schnell die Farming Station hin. So. Und dann machen wir das Kabel. Die Kiste. Aber ich könnte, man könnte fast schon sagen, dass das Server vielleicht echt langsam an seine Grenzen kommt. Das kann durchaus sein. Weil RAM und so, die ist vielleicht auch jetzt echt am Ende. Ich meine, hier ist auch recht ganz schön sehr viel eigentlich. Vielleicht machen wir ein paar Sachen aus bei David und Sebi oder so. Aber die haben auch nicht so viel. Automatische Farm. Warte. Spitzhacke ist hier. So. Wir machen mal so. Dann brauchen wir hier die Trashcan. Machen wir Insert mit einem Filter. Und dann der Cyclic Assembler. Da machen wir auch Insert. Mit einem Filter. So. Aber guckt euch mal an, wie lang die Kabel teilweise schon langsam zu setzen brauchen, ja. Also bis die angezeigt werden, richtig. Also, ich könnte mir zumindest gut vorstellen, dass das was damit zu tun hat.
Was mache ich hier eigentlich gerade für einen Scheiß? Warte mal. Wir müssen ja mit Blöcken füllen. Also machen wir hier Insert mit der 10er-Frio und da brauchen wir noch einen Cyclic Assembler. Ich voll Idiot. Das habe ich gerade total verpeilt, einfach mal. Warte, du kannst hier rein. Und dann, ja. Gehen wir mal ganz kurz hoch. Und werden hier mal eben Zeug machen. Brauchen da ja noch was. Und zwar, hallo, der Cyclic Assembler. Aber das könnte durchaus sein, dass der Server langsam an seine Grenzen kommt. Weil ich meine, hier ist ja wirklich ganz schön viel, wenn man so will. Muss man mal gucken, was man eventuell dann auch bald mal abschalten kann. Aber. Also jetzt ist es dann bald nicht mehr der Strom, jetzt ist es dann schon bald einfach der Server an sich. Die Erfahrung ist schon aus. Na egal, keine Ahnung. Ich warte mal noch ein paar Tage ab. Und dann kann man eventuell auch wieder ein paar Dinge dann abschalten. So, jetzt machen wir hier einfach einen Cyclic Assembler noch hin. Bekommt auch Insert. Aber hier kommt eine Minus-Priorität rein. So, brauche ich natürlich auch eine Schematik. Ich brauche ja auch noch die Augments, fällt mir gerade ein. Die hole ich am besten gleich mal. Dazu die Schematik. Und habe hier jetzt F7 an. Ja, tatsächlich. Das erklärt schon mal wieder ein paar Ruckler. Ich vergesse das gerne mal auszumachen. Tatsächlich. Okay, wir brauchen noch eine Schematik. Die haben wir jetzt. Okay, dann brauchen wir zweimal komplette Augments. Die wir kurz mal vom Baum holen. Ja. Das machen wir, würde ich jetzt einmal mal sagen. Ganz spontan. Ich sag das öfter, ich weiß. So. Einmal kurz hochfahren. Kopf stoßen und hoch geht's. Okay. Eins, zack, 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 zack. Genau, und dann passt das. Gehen wir jetzt wieder rüber. Und machen das Alter. Das war gerade viel Holz. Das muss man jetzt der Farming Station mal lassen. Und ich will auch nicht sagen, dass die wenig Strom verbraucht. Ich will die scheiß Asparagi nicht. Wieso sag ich Asparagi? Ich weiß nicht, Asparagusse hört sich scheiße an. Asparagi, Aspar. Ach, keine Ahnung. Deutsch, aber guck mal, wie lang das dauert, bis die Blöcke hier teilweise laden und alles. Ja. Also, ich glaube, der Server ist an seiner Grenze angelangt. Ohne Frage, das ist, denke ich, normal. Aber ein paar Sachen kommen hier auch tatsächlich noch. Das bedeutet, wir müssen mal Dinge, die wir nicht brauchen, mal abschalten. Aber ein paar Sachdinge brauchen wir tatsächlich gerade noch. Also, kann ich jetzt so nicht sagen. Wir gucken gleich mal weiter, wenn wir was abschalten können. Habe ich das nicht gerade schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Export. Erstmal werden wir gleich noch eine Sache anschalten hier. Und das wird die Emerald Farm sein. So. Genau. Theoretisch steht die Farm jetzt auch schon. Wir brauchen jetzt noch einen Stromanschluss. Aber ich glaube, hier habe ich das nicht so geil gemacht. Das kriegen wir aber hin irgendwie. Ich brauche erstmal neue Kabel. Warte mal. Beziehungsweise Konnektoren. Kabel habe ich ja noch. An den Konnektoren mangelt es. Das ist nicht so schön. Das heißt, wir gucken erstmal. Nee, nicht VM, MV. Wire Connector. Aha.
gerade an Clay mangelt. Dann machen wir mal schnell den Stack. Bearbeiten wir den mal. Mal wissen, dass wir jetzt mal wieder ein paar haben hier. WMV. So. Dann haben wir erstmal wieder so viel zumindest, dass wir verkabeln können ein wenig. So. Dann machen wir das erst einmal. Dann machen wir so und so. So und so. Genau. Und dann machen wir so. So und so. Zack. Zack. Und wann lerne ich das endlich mal, dass da noch der autonome Activator dahin muss? Den wir ja auch noch bauen müssen. So, zack. Dann kriegt ihr jetzt alle schon mal Strom. So, dann brauchen wir noch einen E-Anschluss. Machen wir so. Und so. Zack, zack. So. Jetzt müssen wir gucken, wo wir MI haben. Das ist da. Dann müsste das jetzt auch verbunden sein. So gut wie. Machen wir das Ding rein. Und hoffen wir jetzt mal, dass er gleich Device Online sagt. Und dann, ja, Device Online, sehr schön. Und es kommen dann jetzt auch Bows rein. Klasse. Gut, dann brauchen wir jetzt noch ein neues Activator mit einer Reinforced Watering Can. Das machen wir jetzt einfach mal. Das ist ja auch simpel eigentlich. Ja, eigentlich sind die Challenges ja so vom Aufbau her simpel. Es ist zwar irgendwie auch immer sehr eintönig und immer das Gleiche, aber es ist nicht schlimm, finde ich. So. Autonomous Activator. Tierblöcke. Das ist ja dann doch jetzt irgendwann mal geschafft. Na gut, ein paar Farben müssen wir wohl noch machen, aber. Ah, komm, kriegen wir schon hin. Also bestimmt, in der übernächsten Folge können wir ganz sicher ein paar Sachen erfragen. Weil jetzt funktioniert ja auch alles, das mit der Brust funktioniert jetzt auch wesentlich besser. Und dann wird das, denke ich mal, alles klappen. So, einmal so. Und so. Und so und so und so, genau. Elementium-Blöcke. Dann machen wir Watering Can. Erstmal wieder eine normale craften. Und dann auf Reinforced updaten. Oder upgraden, nicht updaten. Brauchen wir wieder 16 hiervon. Und dann machen wir so. Und noch nicht so, weil wir jetzt vielleicht erstmal craften müssen. Und dann machen wir so. So, dann haben wir das. Sehr schön. Es geht so simpel alles. Geil. Einfach nur geil. Okay. So. Oh, geil, wie das hier wieder geladen ist alles, Alter. Wow. Wow. Es geht so schnell. Gut, Gravel wird produziert. Okay, warte. Autonomous Activator mit Dings. Dann machen wir so, so, so. Genau. Und dann fehlt eigentlich nur noch das Seed. Ich hole den mal ganz kurz. Und dann passt das. Denke ich. Emerald Seed.
Yay! Okay. Einmal rein da. Ich weiß nicht, ob er da wächst. Wir werden sehen. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Er wächst da. Okay, gut. Da fällt mir jetzt auch gerade noch ein, wir müssen, bevor ich die Folge beende, wir müssen auch schon abwarten und da was in die Filter packen. Warte mal. Mach mal hin und bitte. Jetzt gießen wir den doppelt. Aber ich glaube nicht, dass er was bringt. Ja, okay. Da haben wir es. Hat es irgendwie gerade keine Essenz gegeben? TF. Ich habe gerade keine Essenz so wirklich gesehen. Jetzt. Lol. War das grafisch schon reif, aber irgendwie so technisch noch nicht reif, oder wie? Aber es war, ist ja gerade abgegangen, weil hier müssen der Filter rein sich gerade. Zack, 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 genau. Und dann müssen wir hier so machen. Genau. Dann macht er auch Emeralds. Nein. Dann macht er so. Und jetzt soll er machen. Egal. Ich würde sagen. Wurde jetzt gepflanzt? Irgendwo. Da. Okay. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüssi.